Einem 1 Kilogramm schweren Holzstück fügt man 41.860 Joule Wärme hinzu und stellt dabei fest, dass seine Temperatur von 20 Grad Celsius auf 44 Grad Celsius ansteigt. Berechne die spezifische Wärmekapazität von Holz. Hier die Angaben. Die Masse beträgt 1 Kilogramm. Die Wärmemenge Delta Q beträgt 41.860 Joule. Die erste Temperatur T1 beträgt 20 Grad Celsius und die zweite Temperatur T2 beträgt 44 Grad Celsius. Was wir suchen, ist die spezifische Wärmekapazität C von Holz, die wir in Joule pro Kilogramm Kelvin ausdrücken. Und um die herauszufinden, nutzen wir diese Formel. Wenn Delta Q Cm Delta T ist, dann muss C gleich Delta Q geteilt durch M mal Delta T sein. Jetzt setzen wir die bekannten Werte ein und finden so als spezifische Wärmekapazität von Holz ungefähr 1744 Joule pro Kilogramm Kelvin.